Über den Eco-Popper, einen Popper mit integrierter WLAN-Kammer, habe ich ja schon ein ausführliches Video gemacht. In diesem Video zeige ich die aktuelle Version. Wie gehabt die Kopplung von Smartphone und Popper via WLAN. Die aktuelle App enthält einige Verbesserungen. Zum Beispiel gibt es jetzt einen Autosave-Modus, bei dem die Videofiles automatisch gespeichert werden. Der Kamerapopper wiegt 70 Gramm, daher fische ich hier entsprechend mit schwerem Gerät. Wie so oft, der Biss nach einem langen Stopp. Das Bild wird live auf das Smartphone übertragen, daher kann es manchmal zu Dropouts kommen, besonders wenn der Popper unter Wasser taucht. Nach einem Fang sollte man sich immer vergewissern, dass das Video auch auf dem Smartphone gespeichert ist. Falls nicht, so sollte man das Video manuell speichern. Ich benutze den Eco-Popper meist weniger als Köder, sondern als Scouting-Device. Ich schaue mir an, ob und welche Fische vorhanden sind, wo sie genau zu finden sind und ob Hängergefahren drohen. In meinem YouTube-Kanal findet ihr viele Angelvideos. Über ein Like und ein Abo würde ich mich sehr freuen.